Hallo und willkommen bei Guess the Game, dem Spiel, in welchem wir jetzt gerade die Aufnahme zum ersten Mal anfangen, denn wir hatten nicht davor irgendein Spiel, das niemand kannte, und ich war auch mit den Regeln nicht ganz vertraut, wie sie herausgestellt hat. Und zwar, wir haben einen Screenshot von dem Spiel, beziehungsweise 6 Stück. Wir müssen herausfinden, um welches Spiel es sich dabei handelt. Und wir bekommen, je nachdem, wie weit man ist, bessere Tipps dafür. Ich dachte, es wären 6 verschiedene Spiele zuerst. Das heißt, wir hätten generell einige. Ich meine, wir hatten keine Aufnahme davor, aber wenn wir eine gehabt hätten, hätte es einige Missverständnisse gegeben. Redet sich um Kopf und Kragen. Wenn das nicht Skyrim ist, dann will ich den nächsten Screenshot sehen. Das ist nicht Skyrim. Skyrim hat keine solche grünen Wege, aber. Skyrim ist zu dunkel. Ich weiß, was du meinst, dass es so einen gewissen Look von der Bethesda-Engine aus der Zeit hat. Ja. Ich würde aber auch nicht Oblivion sagen, denn Oblivion hat sehr viel mehr. Es hat nicht diese. Ja, aber Oblivion sieht hervorgehobene Texturen so wirklich. Ich eher so dieses, das Gras sieht nicht aus. So wobei, das Gras da oben könnte ein bisschen. Ich sehe das Matschige von der Switch irgendwie auch. Aber es könnte auch GeoGuessr sein. Das ist so ein verdrehtes Bild von Google Maps. Nee, ich denke, ein Riesenhint, da hat Moggy drauf gezeigt. Man sieht halt irgendwie so nur ein bisschen Gras in der Ecke. Also es ist halt wahrscheinlich das nicht so modern. Das Gras sieht ein bisschen älter aus. Es könnte auch so ein Echtzeit-Strategiespiel sein, wo einfach krass reingezoomt wurde. Ja, ja, oh mein Gott, World of Company of Heroes oder so. Oder so. In Black and White 2. Aber es ist schon, es ist ja so verzerrt. Oder Black and White zum Beispiel. Es ist so verzerrt, dass es so nach hinten weggeht, ne? Ist ja schon, das kannst du überall so eine Perspektive machen. Ja, das weiß ich nicht. Ich denke, aber das ist ein Spiel, wo es ich denke, so ist. Das sieht eher so matschig aus, weil es von oben gesehen wird wie ein Strategiespiel. Aber es wird doch gar nicht von oben gesehen. Man sieht doch, dass doch, klar, du kannst, wenn sie normalerweise von oben gesehen werden, kannst du trotzdem ja näher ranzoomen. Ja, ja, also in fast jedem Strategiespiel kannst du da, ja, du kannst in fast jedem modernen Strategiespiel so reinzoomen und dir das so angucken. Dann ist es Smite. Wieso Smite? Smite ist ein MOBA. Ja, ich weiß nicht. Ich habe das gerade nicht. Ich würde sagen, dass Smite ist nicht, das ist in der Third-Person-Perspektive, aber ich will nicht sagen, dass der Boden in Smite so matschig aussehen würde, bei wie das Gras hier. Total War. Ja, das stimmt. Oh, Total War stark, ja. Aber ich weiß nicht welches, es gibt hunderte. Oh, es gibt gar keins in dem Spiel, auch gut. Okay, es gut. Gibt, dann. Zusammengeschrieben. Warte, gibt es Black and White zufälligerweise? Nee, es gibt Black and White Bushido. Das existiert? Okay. Ich wusste nicht, dass sie das. Das, glaubst du, das kam nur in Berlin raus. Nee, das Album mochte ich eh nicht. Age of Empires 3. Okay. Ja, da gingen wir rein. Ja, da können wir machen. Das hat doch niemand gespielt. Nee. Aber Strategiespiel, ich fühle dich jetzt. Das ich bleib bei GeoGuessr. Ich finde Anno jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber kennst du einen Anno mit so einem Look? Ich kenne mich mit Anno leider nicht aus. Wir haben 2 zur Auswahl. Nee, ist das 17 dann nicht das, was ich bisschen gespielt habe? Es gibt. Weiß ich nicht mehr. Ja, wir haben damals 14.04 ganz viel gespielt. Vor allem, seht euch mal das Wasser an. Das sieht so gut aus, als wäre es eine Cutscene oder ich so. Ich würde Anno 1800 fähig tippen, denn, wenn Anno. Welches davon ist neuer? Anno 1800. Ja, weil das sollte ein neueres Spiel sein, okay. Ich weiß nicht. Oh ja! Ja! Okay, ich sag mal wieder was. Du hast den richtigen Riecher von Anfang an. Okay, stark. Kannst du dir die anderen Bilder angucken? Okay, sehr, sehr nice. Oh, so ich sehe schon. So habe ich die Spiele tatsächlich noch nie betrachtet, deswegen kam mir das. Ja, okay, also ich meine. Da hätten wir drauf gekommen. Da hätten wir es gewusst. Ja. Das hat sogar ich hinbekommen. So, ja, jetzt sehe ich das auch. Nächster Tag. Oh. Hieroglyphen, ha. Das ist irgendein Fisch aus Wind Waker. Ist ein Fisch, ne? Ist mein das Assassin's Creed Origin? Ich meine, das spielt aber sieht so cartoony aus, dieses spezielle Bild. Stimmt, aber oben, das sind so Hieroglyphen, so ägyptisch. Ja. Schau. Ja. Also es gibt ein ägyptisches Assassin's Creed, das stimmt. Aber da ist doch kein Super Mario-Fisch drinne. Oh, warte mal, jetzt erkenne ich den Fisch. Das finde ich halt auch. Oh, ich hab gar nicht erkannt, dass das Weiße zu seinem Körper gehört. Ich dachte, das ist irgendwie, ja, okay. Das ist der Bauch, ja. Ja, das ja, ist ja, irgendwie jetzt sehr, ich, jetzt sehr. Ja, ich hab's irgendwie falsch erkannt. Oder das Grüne gehört nicht dazu und das ist einfach so ein Yokai. Warte mal. Wenn man nur das Weiße. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und ich sage, dieses erste Bild, das gibt uns noch absolut keinen Hinweis zu dem Spiel. Wir werden jetzt einfach irgendwas zum Haken. Ich hab aber noch eine Idee, was ist mit Crash? Was ist mit Crash? Oh ja, das gefällt mir auch. Weil, Crash hat solche Level. Bandicoot 2 hat die Teil 1. Der zweite müsste. Ja, ich glaube der zweite. Ich glaube Teil 3 hat die Hauptsache. Da haben wir Deathrun hingespielt. Ich habe noch nie Crash Bandicoot gespielt. Das ist Crash! Es ist oh Crash! Mein Gott. Oh mein Gott! Oh, aber es ist Crash 3. Oder? Haben wir das zur Auswahl? Alter, wie schnell. Nee, wie heißt Teil 3? Die Trilogy vielleicht einfach auch?
Hier, it's about time. Oh, it's about time, würde ich sagen, oder? Nee, das aber ist das, nee, das sieht zu scheiße aus dafür. Nee, das ist doch nicht der neue Teil. Nee, ist es nicht. Ist da... Warte, was ist, ist Cortex Strikes Back nicht der zweite sagen, Teil? Was ist Eldritch Race? Was hatten wir denn eingegeben? Warum haben wir zwei Crash Bandicoot 2? Hä? Ja, keine Ahnung. Das ist das eine für den Game Boy? Nee. Es ist Sonic Adventure 2! Oh mein Gott! Das ist gar nicht Crash, warte. Für die Konsole Dreamcast. Warte. Ja, wir waren so natürlich, das sind ja, doch gar natürlich. Nicht die Crash ja, Bandicoot. Ja, ja. Ich wollte es noch sagen, als ich gerufen habe, es ist Crash, dachte ich mir so, oder sehen die Kisten anders aus, aber dann habe ich mich nicht. Oh, das getraut. Ist jetzt fies. Bad, ja, niemand ist... hat das Originale ja, gespielt. Ja. Ich glaube, war trotzdem zählt. Gut. Beides hätte gezählt wahrscheinlich. Eggman hat so ein Announcement to make. Oh, der Chao-Garten stark. Okay. Ich habe mich so über die Kisten gefreut. Das ist Bayern. Nein, jetzt ohne Scheiß. Siehst du Kingdom das Come Deliverance ja, war das, oder? Ja, 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 ja. Alter. Ich glaube nicht, nein, weil... Nein, aber es ist nah, weil, es ist bestimmt das, nah. Das war so pixelmäßig, die Wände. Und bei Kingdom Come, das sieht, guck mal, rechts so. Inwiefern pixelmäßig? Und Kingdom Come sieht halt so super realistisch aus. Nein, das ist doch realistisch. Maeve, das da rechts ist kein Pixel, das ist eine Flagge. Ich ja, weiß. Nein, ich meine die Textur von den Wänden. Die ist auch nicht pixelig. Nee. Die ist aber auch nicht realistisch wie bei Kingdom Come. Doch. Guck doch, also, das geht? Ist doch die gleiche Textur ich mein, wie die... Ich meine, da vorne bei den Bögen ja, sieht es genau, okay aus, aber ich weiß, was du meinst, dass da rechts ein bisschen shit aussieht. Es sieht auch ein bisschen aus wie Minecraft, aber nur, weil es so gestaucht ist. Okay, geh mal wieder aufs zweite Bild. 81. Die Bäume sind nicht mehr ganz so realistisch gehalten von den Blättern her. Ich würde sagen, das ist auch wieder so ein Strategiespiel, wo es so ums Überleben geht, wo man durch den Winter sich schlagen muss und sowas, ne? Banished oder so. Maeve kennt sich da aus. Banished sah nicht so aus. Nee? Nee, ich glaube nicht, dass Banished ist. Aber mir fällt kein anderes ein, was so ist. Stronghold? Nee, wir haben kein modernes Stronghold, ne? Ah, es gibt voll viele von diesen Art Spielen, aber mir fällt halt nur Banished gerade ein. Crusader Kings ist es auch nicht. Ey, ich hab keine Ahnung. Fuck. Ja, hau mal Banished irgendwelche... rein und dann gucken wir uns weiter ja, an. Was soll ich reinhauen? Banished. Gibt's nicht. Gibt's nicht, ja. Na, dann skip. Skip. Aber dann kommen wir doch auch nicht... What? Kommen wir auch nicht weiter. The fuck? Geh nochmal aufs zweite Bild. Das kommt mir voll bekannt vor jetzt. Geh nochmal aufs zweite Bild. Könnte das Planet Zoo sein? Planet Zoo? Ja, weil das Tier so super realistisch ist. Also die sind super hoch auf... Oh, scheiße! Alter, Maeve. Ey, dann sind ja die ersten Bilder richtig misleading irgendwie, ne? Ja, was also, war das mit Bayern nicht, da? Ja. Welches Tier lebt in dieser mittelalterlichen... Das ist ein Eingang, glaube ich. Das sieht so nach Mittelalter aus, das ist, halt, das ist doch das Bayerns ist so, das, Code das ist halt so Deko-Kram, die man da aufbauen kann, ne? Gibt's da nicht so Kassen und so auch? Stimmt. So Eingangsflure? Und das... Ich hab halt ein bisschen Planet Zoo gespielt, aber dieses Gehege so, also beim Bild 2, hätte ich auch nicht gesehen, ne? Ich hab's nicht, weil ich gespielt, mir war es zu blöd, das ganze Zeug einzurichten mit den Gehege und sowas. Ja. Ich glaube, wir wollten das mal machen, muss man aber dann ist die Framerate gestorben. Gehege. Ist das... Warcraft 3, was haltet ihr davon? Ja. Ich würde auch sagen, Warcraft ich glaube, der Baum ist zu realistisch dafür, ich würde es versuchen, oder was meinst du, Maeve? Visita Harry Vantan, Spella Lita Dota. Es ist halt diese gewisse grüne Farbpalette. Ah, hier, Junge. Ich bin mir nicht sicher, aber kann hoch rein. Nee. Jetzt sieht's so anders aus, was? Jetzt sieht's nach Sacred aus. Ich sehe anders aus. Ich sehe immer noch. Mama Sacred. Ja, 95 Metacritic Score. Aber find, Sacred hat. Nee, Moment. Sacred hat nicht 95. Nee, keine Ahnung, der Teile. Nicht mal fast. Vielleicht. Wie heißen die? Baldur's Gate? Baldur's Gate ist nicht 3D. Doch. Die neuen? Nein. Nee, warte mal, das ist Pillars of Eternity, das neue Baldur's Gate. Ist das. Ich kann ja versprechen, dass die neuen Teile keine 95 waren. Irgendeine ja, das, also die das ursprüngliche Baldur's Gate gemacht haben, die machen ja jetzt Pillars of Eternity. Könnte es irgendein Lord of the Rings sein? Nee. Kannst du mal kurz das erste mitnehmen? Oder ist es Divinity? Ich weiß, wir sind alles nur Strategiespiele auf dieser Website. Das sieht aus, eigentlich Bild. Nicht. Also, ich meine, ich habe schon öfter hier gespielt. Das ist. Mach mal das zweite Bild nochmal. Ja, schwer zu sagen. Vor allem 95% Metacritic, das sollte doch nicht so schwer herauszufinden sein, eigentlich. Das muss doch super. Das kennen wir bestimmt auch alle.
Vom Namen her. Es sieht auch älter aus. Seht ihr dieses vogelähnliche Ding da links? Ja, ja. Deswegen, ich sehe, ja, es sieht aus wie ein Spiel, das so ein Dreh von 2003 ist. Ja. Ist mit so ein paar Frames, der so lang segelt. Tja. Wenn nicht, gucken wir uns das nächste Bild an. Dann hau Baldur's Gate rein und dann gucken wir uns das nächste Bild an. Oder Skip. Einfach nur Baldur's Gate. Ja, den ersten Teil. Da war's. Der erste Teil! Nicht den zweiten? Nee, dann mach den zweiten. Von mir aus auch. Ist egal. Irgendeinen. Damit es nicht gewastet ist. Was soll das schon wieder? Warum? Oh, what? Guck mal, was gezielt hätte alles. Yo. Auf den Pfeil nach unten. Oh, okay. Oh, guck mal, eins hätte nicht mal gezielt, ey. Ich wollte gerade sagen, wie können wir denn genau das auch noch das ausgehen? Das ist einfach Maves Runde. Obwohl, nee, das wer kam auch, zuerst auf Baldur's Gate? Das sind auch Maves Games einfach. Ich kam auf Baldur's Gate, aber nicht auf den zweiten. Sie haben einen mehr vorgerenderten Look, als ich dachte. Also ja. Dieses Spiel. Vor allem, ich dachte, die Bäume wären eher 3D. Meine Zeit, Jungs. Das ist krass. Boah, das ist dunkel. Ah, das ist Alan Wake bestimmt. Das ist so dunkel, das erinnert mich sofort an Alan Wake. Ich sehe mich jetzt schon da mit der Taschenlampe rumlaufen. Silent Hill für Wii. Ich finde, für Alan Wake sieht es ein bisschen zu low-poly aus. Das könnte sein, ja. Weil Alan Wake ist ja ein hübsches, also ein sehr hübsches Spiel. Ja, aber... Ich denke auch, dass es irgendein Silent Hill-Teil ist. Ja, Memories dann vielleicht. Würde ich eher auch sagen, dass es so ein Spiel ist. Ja. The Room? Naja, The so Room ist zwar nicht so krass unter. Naja, man ist in der U-Bahn. Ja, ich weiß nicht mehr. Shattered Memories war auf der Wii und ja, sowas. Irgendwie habe ich das direkt gedacht. Aber ich glaube, es sieht zu gut aus für Wii. Nee. Oh, das gibt uns jetzt nicht so viel. Aber ich bin immer noch bei Silent Das Bild ist Körnig. Ja, Körnig ist immer für mich Silent Es ist not rated. Das ist komisch. Wait. Dann ist es kein Silent Hill, wenn es nicht rated könntest ist. Wie war es mit dem Fotoapparat? Project Zero? Ja. Project Zero, ja. Das hat auch noch einen anderen Namen. Fatal Frame. Fatal Frame, genau. Genau, die Sache ist nämlich, ich habe es nicht wirklich gespielt, aber zum einen, viele der früheren Teile kamen natürlich nicht unbedingt außerhalb vom asiatischen Bereich raus. Und deswegen ist es nicht rated. Und deswegen kein Metacritic. Und das Bild ist halt körnig, als das ist so ein gewisses, gibt es so ein Kamerafilm. Das ist ein Hund, den man da sieht, ne? Ja. Gut. Dann wollen wir. Fatal Frame oder. Ich würde sagen, der erste, ja. Probieren wir. Oh, was? What? PC! Oh mein Gott, wie ist das komische Horrorspiel, was man früher immer gespielt hat? Welches denn? Wo man immer ein Video zu. Amnesia, da hat man. Amnesia? Nee. Aber das sah nicht so aus. Hatte doch nicht ein Handy, oder? Phasmophobia. Weil es not rated ist, denke ich, ist dieses Cry of Fear oder so. Ah, das habe ich nie gespielt. Aber ja. Das ist Maves Runde einfach. Ich weiß nicht, da hat man, glaube ich, kein Handy, oder? Ja, ich weiß es nicht mehr. Guck mal, an sich, vom Look her, sehe ich auf jeden Fall, dass es. Das müsste Source gewesen sein, oder? Guck mal, ob es Cry of Fear überhaupt gibt. Ja, gibt es. Ich würde sagen, Cry of Fear. Maeve hat einfach. Alter! Maeve! Krank! Nee, mach das mal Alleingang. Dann kann man halt aber auch sagen, PC-Games, das Ding. Hello Kitty. Jetzt kommen wirklich nur so komische PC-Spiele. Oh mein Gott! Far Cry 2. Ich glaube ich nicht, wegen den Bäumen. Fuck! Nee. Ist das eine Flagge? So nah rangezoomt, man erkennt nichts. Ja, das geht sehr matschig. Ja. Mach nochmal der erste Screenshot, das sah doch. Ich meine, okay, die Bäume ein bisschen. Ich meine, ich sah, dass du Far Cry drin gesehen hast. Nee, Far Cry ist viel, viel hübscher, Far Cry 2. Echt? Okay. Schau doch an, wie nah das rangezoomt ist, du erkennst doch nichts. Ja, schau doch mal. Das ist doch wieder so ein Strategiespiel bestimmt. Mach Company of Heroes. Meinst du? Gibt's nicht. Oh. Na, dann habe ich keine Idee. Tut mir leid. Diese Flagge. Die kommt mir so bekannt vor, das wurmt mich jetzt. Was ist diese Flagge? Was für eine Flagge? Die da hinten rechts? Sieht das nicht aus wie eine Flagge da? Oder links? Links sieht aus wie eine Tankstelle. Ein Tankstellenlogo. Oh, findest du, das ist eine Tankstelle? Und hinten rechts, da könnte eine Nordkorea-Fahne sein oder so. Okay. Es ist eine Straße. Hä, das ist zweimal das gleiche Bild. Es sieht. Aber das eine ist nur so ein grünen Kreis drin. Aber Nordkorea hat den Stern weiter links. Deswegen, glaube ich, irritiert mich das. Das ist nicht Nordkorea. Und das ist zweimal das gleiche Symbol.
Hey, ja, darum geht's mir doch. Was? Okay. Okay, ich sehe, skip rein. Es ist YouTube. PS2 Was? Und Xbox. Oh, PS2, keine Ahnung. Metal of Honor. Irgendein Metal Gear. Oh, Metal pass Gear? Auf. Ist es Gun? Nee, nicht Gun. Oh, fuck, wie heißt das? Das war... Schaut nach, es ist von... Was schaut nach? Oh, nee, warte, war es von Neversoft? Ja, es war von Neversoft Gun. Vielleicht Gun mit Doppel-N. Ich weiß nicht, ob es Gun heißt. Es heißt einfach Gun. Gun. Du hast recht. Okay. Du hast recht, ja. Metal Gear. Gibt es Gun? Aber Metal Gear kam doch auf der Gamecube raus, oder? Ja. Es gibt Gun. Oh, da. Boah, musste man ewig scrollen. Okay. Oh. Hey, das Action ist Adventure. Ah, es gibt aus der Zeit ein Scarface Open World Spiel. Ist das Scarface Welt? Boah, was? Ich glaube, nein, nee, ich habe Scarface gespielt. Ist zu klein. So eine Map schreit da noch einen anderen Bereich oder so? Das schreit Rockstar für mich. So eine Insel, wo du in Kolumbien unterwegs bist oder sowas. Also bei Scarface ist man auf jeden Fall. Das ist nicht Rockstar, John, jetzt kann ich dir versichern. Man ist unterwegs und man muss auch Kuckuck so von anderen Inseln so ranholen und so. Oh, glaubt ihr, Scarface könnte es sein? Ich habe keine Ahnung. Ich erkenne die. Könnte es vielleicht auch so eine Flagge sein von. Ich habe keine Ahnung, irgendein Kuba? Meinst du? Kuba, also die Hauptinsel sieht zumindest. Was sind wir hier überhaupt? East Sea, wo befinden wir uns hier, Fully? Scarface hat nichts so militärisch. Man sieht halt so wenig und ich kann halt die Worte nicht lesen. Das ist ja voll militärmäßig und Scarface hat sowas nicht. Also von der Mappe. Karte. Da steht auch Hamburg, das sehe ich doch. Mach eher lieber. Dann vielleicht lieber Metal Gear oder so. Nee, Metal Gear hat auch keine Karte. Er hat eine Karte. Noch nicht so eine Map in Metal Gear. Ich habe nur Metal Gear 5 gespielt, da gab's eine Karte. Die Ostsee. PS2 und Xbox. Was gab's denn da sonst noch? War in so einer Art ultra Spiele. Viel, also... Ich weiß, aber es darf nur für die beiden Konsolen rausgekommen sein. Kenn ich halt Konsolenspiele? So militärmäßig kenne ich nur Medal of Honor, aber das ist ein ganz anderer Vibe. Es gab damals noch Mercenaries. So als so ein Konsolen... Wobei, es gab's auch... Es gab damals auch noch... Es gab damals noch ein Spiel. Zu der Zeit haben sie für kurze Zeit versucht, dachten sie, das war nach der Zeit, als das Spiel zum Zweiten Weltkrieg super populär war, dachten sie sich, ja, wie wär's mit dem Vietnamkrieg? Glaubt ihr, es könnte ein Vietcong-Spiel sein? Möglich? Sind wir für eine Insel in Vietnam? Ziemlich die Flagge passt nur nicht. Was wird hier nebenbei gegoogelt? Steht da... Geh nochmal auf Bild 3. Steht da Bangkok? Da, wo das... Die Mitte vom Ziel ist, links, also da, wo dieser Puls ausgeht. Da. Ja, ich sehe, was du... Irgendwas mit Yang steht da drüber. Das soll auf jeden Fall asiatisch sein. Ich sehe was... Auf dem Bildschirm da drüber. Nee, da drüber, genau da, bei dem Puls, da drüber kann ich nichts lesen. Ja, ich auch nicht, leider. Ich kann's auch nicht so gut erkennen. Der ist auch groß genug, dass ich Yang ausfindig machen kann. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwas mit Yin-Yang. Keine Ahnung, ich wollte Vietcong halt versuchen. Bangkok hat nur südlich Vietcong mehr. kam auf PC raus. Und es ist kein Action-Adventure, es ist ein Shooter. Oh, Action-Adventure steht da, ja. Was ist das denn für ein Action-Adventure? Was für Action-Adventure? Was? Ich hab keine Ahnung. Also, ich mach's halt, ne? Ja, okay, warte. So, ist doch ein Snake-Eater. Nee. Hä? Erkennt ihr es? Oh, ist das? Du meinst gerade irgendwas, Mate. Steht es doch Mercenaries, keine Ahnung, aber ich dachte, das kommt auf PC raus auch. Aber Mercenaries ist nicht auch ein Shooter? Ah, ich weiß es nicht mehr. Ah, oh, fuck, es gab so einen mexikanischen GTA-Klon. Irgendwie in Mexiko spielt oder so. Und warum hat jemand Saints Row 1 gespielt? Nö. Nee. Doch. Nee, Teil 2 habe ich, glaube ich, nur gespielt und Teil 3 und 4. Warte, okay, warte, jetzt sehen wir hier. Wir haben Flaggen. China, Korea. Und Südkorea. Wir haben also ein Open-World-Spiel von GTA inspiriert, ganz offensichtlich, in dem man auf jeden Fall in dem Bereich unterwegs ist, im Koreakrieg. Was ist denn dieses Mercenaries? Ja, ein Shooter. Das ist so ein Shooter, aber ich glaube auch Third Person.
So ein bisschen. Fällt kein Shooter ein, der im Koreakrieg spielt. Ja, das Mercenaries spielt auch nicht im Korea, glaube ich. Also. Gibt's Mercenaries überhaupt? Komm, ich mach mal Saints Row 1. Ja. Okay. Saints Row spielt zwar. Pandemic Studios. Ich. Nee, das. Nee, ich hab das nie gesehen. Kein Plan. Komm, wir gehen raus. Das soll für PS2 und Xbox sein? Das sieht so nach PC aus, weil ich mich verarschen. Komm, wir gehen raus aus dem Spiel hier. Nächstes Spiel. Skip. Ich will die Auflösung wissen. Ja, mach's gut. Ja. Skip. Nee, ich will. Okay. Wir haben noch keine Idee. Was, du Scheiße! Mercenaries! Oh mein Gott! Ach man, Maeve. Oh. Muss auf dein Bauchgefühl mehr hören, Maeve. Aber ich hab Mercenaries auf PC gespielt. Oh. Das ist halt ein anderes. Also teilweise sind die Angaben hier miserabel. Oh, Mercenaries 2 gab's auf PC. Das war wahrscheinlich ein anderes Mercenaries. Nein, Mercenaries 2 gibt's auf PC. Was ist denn das? Tolle Wolke. Das ist eine Wolke. Ja. Das ist einfach Discord im Hintergrund. Und ein Kirby- oder Yoshi-Spiel? Altes? Nee, das ist nicht voll, so. Aber es kommt mir super bekannt vor irgendwie. Paper Mario? Ist auch eher nicht grau. Ich hab das schon mal gesehen. Das ist so. So ein Edmund McMillan-Spiel oder so. Auf Newgrounds. So sieht das aus. Es könnte auch super. Wollen wir Super Meat Boy versuchen? Ich sehe, dass das in einer Cutscene vielleicht irgendwo zu sehen ist. Aber ist Super Meat Boy nicht hauptsächlich auch Pixel? Nee. Super Meat Boy ist nicht Pixel. Super Meat Boy ist Voxel, glaube ich. Okay. Nicht Voxel, sondern. Dann kann das sehr gut sein. Nee, na, ist das Wort. Vektor-Grafik. Vektor, genau. Huh. Es ist Among Us! Oh, yeah, ich wusste, es kommt mir bekannt vor. Der Wolf Among Us, meinst du? Nee. Ja! Johnny nice. Ich hätte. Ja, okay, das hätte ich erkannt. Ja, das hätte ich auch erkannt. Die davor hätten mir alle nichts gesagt. Das wüsste ich jetzt. Also, was man kann, ich? Okay, an den Grafikstil rechts vielleicht, aber das Minispiel kenne ich nicht. Bei der 3. Das ist kein Minispiel, das ist. Ich weiß nicht mehr, wo das vorkommt, aber das kam sind diese Balken, direkt am Morgen gesagt. Das sind diese Balken, die man hoch und runter schiebt, oder? Bei der 3? Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, der Bildschirm, der öffnet sich. Aber das hätte ich jetzt auch nicht erkannt. Die 2 ist der Stromkreislauf oder so, ne? Und die 4 habe ich noch nie gesehen. Das hätte mich wieder irritiert. Da hätte ich gesagt, bei dem davor, dass das nicht Among Us ist, weil das so vektorartig so polygonartig aussieht. Ja, ich sehe, was du meinst. Vor allem Originalplattform iOS und Android, ja. Das hat uns. Ui. Boah, das hätte ich, glaube ich, nicht mal gewusst. Nee, das hätte uns bis zu einer 5 fertig gemacht, glaube ich. Ja, die 5 ist dann ziemlich eindeutig. Jetzt macht ihr sich aber fertig, was das ist. Ich habe Among Us direkt erkannt, aber ich weiß nicht genau, wo im Game das vorkommt. Das ist, wenn man das Kartengame öffnet oder so. Was ist das? Das ist der Blaue. Mein Kopf ist so leer. Nee, ich könnte es Buchstaben sein, so wie UU oder so? Ich dachte eher, das ist ein Raum, das ist irgend so ein Indie-Puzzle-Spiel aus der Ego-Perspektive oder so. Oh, die müsste ich erkennen. Ich hab absolut nichts, ich brauche mehr Hinweise. Ich habe auch keine Ahnung. Ja. Das bringt mir weniger. Oh Gott, Metacritic-Score von 74. Könnte alles sein dann an der Stelle. Kennt ihr ein Spiel, was Rilodo heißt? Nein. Rote Fußspuren. Was Gamecube? Rirodo. Moggy. Okay. Killer 7. Wow! Was? Moggy. Den Arzt habe ich doch direkt erkannt. Seine Gamecube kennt er. Killer 7, Teil der Capcom 5, der Spieleoffensive für den Nintendo Gamecube, mein Freund. Sie haben Beautiful Joe gemacht, PNF irgendwas, das niemand gespielt hat, Killer 7, Resident Evil 4 und das fünfte Spiel, das kam nie. Das ist doch Third-Party-Support auf der Gamecube. Ja, sollten alle exklusiv auf dem Gamecube bleiben, eins ist geblieben und das niemand gespielt hat und das fünfte kam. Mach mal irgendeinen Random-Tag, nicht nur den nächsten. Ich kann keinen Random-Tag machen. Doch, kann er. Geht? Ich dachte, du bist auch so hier überhaupt hingekommen. Ich klicke auf die Pfeile hier, wo soll ich einen Random-Tag machen? Kann auch Replay Previous Days. Wieso, du bist doch auch irgendwie hier gelandet. Du bist ja nicht auf Replay Previous Days hier? Ja. Das ist doch kein Schriftzug. Was Replay Previous Days hier. Der große grüne Button. Replay Previous Days. Ja. Und dann kannst du dir hier einen Tag aussuchen. Den einen, den haben wir nicht gespielt. Das ist ein Grafikfehler. Stimmt. Ist das Armored Core? Nee, ich hab keine Ahnung. Nimm den anderen Tag. Oh Gott, woran hat es mich erinnert? Von Platinum Games. Hieß das Vanquish? Ich weiß,
Ja, dachte ich auch gerade. Ich dachte auch an Vanquish. Was für ein Ding? Vanquish. Ja. Oh, nee, shit. 83. Das spricht, ich sehe immer noch, dass das Vanquish ist. Vielleicht gibt es einen anderen Teil. Nee, Vanquish kam nicht gut an. Obwohl 83%. Nee, es kam halbwegs gut an. Ja, es hat sich nicht gut verkauft. Kann es dieses World, kritisch okay kann an, es dieses World Defender Spiel sein, oder wie das heißt? World Defender? Ja, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Oh, Earth Defense Force? Earth Defense Force, genau. Sehen die so aus? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich glaube. Aber ich weiß nicht, welcher davon. Ach du Scheiße, ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir das auswählen. Oh, nimm einfach einen, dann können wir das nächste Spiel, Foto sehen, wenigstens. Falls okay, wir einfach keine Ideen reinraten. Haben. Oh. Die CPS3. Ja, das sind. Ist das Metal Gear Dingens? Ja, das ist Metal Gear 4, oder? Ja, das mit nicht, diesen. Nee, nicht Metal Gear 4, sondern. Wie heißt das? Mit Revengeance. Revengeance. Rising. Genau. Ach so, yeah, warte mal, genau. Gab's da die Polizei. Was? Ich hab's. Let's go! Das hab ich sogar mal ein bisschen gespielt. Hat durch. Da gab's Polizei? Ja, klar, bist in der Stadt halt unterwegs. Gibt's alles da, ja. Wie heißt er denn nochmal? Raiden. Nee, wie heißt er? Raiden, ja doch. Okay. Cooles Spiel, by the way. Platinum Games und Kojima Productions. Und dieses Bild, Mann, ich frag mich, also in dem Punkt ist schon echt schwer, es noch herauszufinden. Ja, das ist ja auch der letzte, hä? Ja, ja, ja. Trotzdem finde ich es lustig. Nee, darfst du nicht. Hör auf zu lachen. Okay. Das sieht erstmal aus wie irgendein dummes Weltraumspiel. Was sehen wir denn da im Hintergrund? Alien Isolation. Könnte sein. Eine Weltraumstation. Das ist der Halo. Ja, geh rein, Alien Isolation, das ist ein guter Guess. Ja. Nee. Nee. Schade. Oh, warte, ist das Journey? Oh, es ist Cell-Shading. Das sieht wieder krass nach Journey aus, aber ist bei Journey das erste Bild dabei in gewesen? In Journey hast du kein Gras, was? Das stimmt. Also, bist du erst in der Wüste oder im Schnee unterwegs, da wächst nichts. Okay. Außerdem sieht Journey nicht wie so aus. Wie passt denn das erste Bild mit dem zweiten Bild zusammen? Das war halt die Katze am Anfang oder so, das erste Bild. Ja. Und dann landet man auf dem Wüstenplaneten. Dune? Vermutlich, ja. No Man's Sky könnte das aber auch nicht sein, oder? Pass auf. Nee. Es gibt noch ein Spiel, in dem man verschiedene Planeten erkunden kann. Also heute habe ich es nie gespielt und das Outer war Spore. World? Oh. Wobei, ich lache so. Spore hat man, aber es war nicht so cel-shaded. Sorry, nee. Pulli, ich habe so gelacht, aber es kann ja auch krass reingezoomt sein. Dann könnte es doch stimmen mit No Man's Sky. Ich das gerade eben war sehr reingezoomt. Hast du nicht gesehen, wie mies die Qualität deswegen war? Schau es an. Aber das gab's. Ja, wobei es generell miese Qualität. Ja, aber sieht No Man's Sky so. Nein. Ist das überhaupt nicht ein Planet oder ist das nur so ein Effekt? Außerdem hat No Man's Sky keine 85 bekommen. Vielleicht ist das auch ein Schutzschild oder sowas. Sein. Warte. So eine Bubble oder so. Ich sehe in der Ecke rechts, warte mal, im ersten Bild, seht ihr da auch ein paar Sterne? Ist das vielleicht doch ein Halo? Also, dass es kein Planet ist, sondern es ist wirklich nur so ein Streifen. Also, wenn dieses Bild aus Halo ist, dann würde ich mich doch sehr wundern. Ja, aber das erste Halo vielleicht? Halo 2, Desert Evolution. Das ist Cell-Shade. Das ist nichts davon, wo du jemals gesehen hast. Also, das sieht viel zu simpel aus. Okay. Dafür, Halo war immer diese große AAA-Produktion und dieses Bild, das schreit nicht danach. Wenn du reinzoomst schon, aber... Ja, ich meine, das Reinzoomen kann manchmal da einen echt verarschen. Ja, aber die Texturen hier sind doch eher so... Ja, Breath of the Wild halt. Aber das ist kein Breath of the Wild. Natürlich nicht, aber es ist halt so Cell-Shade-artig. Es ist so ein Game, was irgendwie so aussieht. Hat jemand von euch 13 gespielt? Nee. 13 war ja auch dieser Shooter-Cell-Shading-Look und ich habe das Gefühl, es könnte von der Ära her. Wollen wir 13 versuchen? Hatte 13 eine 85er-Wertung? Ich kenne 13 nicht, aber mach mal. Bestimmt. X-I-I-I. Oh, was... Es ist Spider-Man Into the Spider-Man. Oder PlayStation, was für PS jetzt schon wieder? Gott. Diese Plattformangaben. Was ist PS jetzt in dem Fall? Vielleicht ist es einfach nur PS Store. Also du hast da vielleicht, obwohl nein. Hä? Mein okay, PS4 steht ja auch extra noch dabei. Ja, ich habe die PS4 dann gesehen und dann war so, hä? Aber Switch, und, Xbox aber bei Xbox One, ist auch wieder so detailreich. Ne? Da wieder die das Xbox war noch vor One. PlayStation 5 und der Series-Plattform. Ja. Ich schätze. Sieht aus wie eine Star Wars Battlefront-Map, aber ein anders. Oh, Star Wars? Glaubt ihr, es könnte ein Strategiespiel oder ein MOBA sein? Weil ich hier so zwei Kristalle sehe irgendwie. Vielleicht verteilt man die.
Boah. Geh nochmal die ersten drei, geh nochmal ganz langsam die drei Bilder durch. Ich will kurz mal den Star Wars Gästen mir überlegen. Und ja, stimmt. Irgend so ein. Aber es ist nicht Outer Worlds, ne? Oh, wie heißt das? Heißt. Nein, nein, das dieses eine Star Wars Spiel. Force Unleashed? Ach, Force dieses Unleashed. Dieses eine da. Meinst Force du? Unleashed kam definitiv für PS3, Xbox 360 raus und nicht für die Switch. Wir haben Remaster bekommen, oder? Ja. Warum so? Aber das Remaster kam noch raus. Das kam für Switch, das hat später raus. Das kam für Switch, das war in den Directs, sah das super schrecklich aus immer. Also, ich meine, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass man in Force Unleashed einen Wüstenlevel hatte. Man hat aber so ein Waldlevel. Und dieses, ja, aber das war nicht rot. Und dieses Dark Souls Star Wars Spiel? Das ist das erste Level. Nicht. Kam das schon für die Next Gen raus, dieses Dark Souls Star Wars Spiel? Nee, doch, ja. Doch, das war schon PS5 und sowas. Okay, also das kann es auch nicht sein. Jo. Nee, der erste Teil kam doch schon. Oh, aber also, Moggi, das ist doch jetzt ein zweiter Teil gewesen. Hat zwar jetzt nichts damit zu tun, aber kennst du doch Empire at War, das Spiel? Das Age of Empires 2 im Star Wars Universum? Ja, ich hab's noch nie gespielt. So ein gutes Spiel. Ich mag die Idee daran. Ich hab's auf Steam, weil es irgendwann mal so ein Star Wars Humble Bundle gab, aber ich hab's nie tatsächlich gespielt. Ja, ich hab nichts. Wollen wir Skip machen? Ja, und nächstes Bild schauen. Das ist No Man's Sky, oder? Das sieht nach No Man's Sky aus wieder, ja. Genre Action? Aber die Figur sieht aber nicht nach No Man's Sky aus, oder? Nee, ich würde sagen, jetzt sieht sie eben nicht nach No Man's Sky aus. Mit einer Gitarre? Eine Ukulele? Ich habe keine Ahnung, was stimmt, das ist. Hat so ein Seiteninstrument. Kenn ich nicht. Nicht, ich habe nichts. Ein Actionspiel? Kann es sein, dass wir das alle nicht kennen? Nee, ich glaube, wir kennen das alle nicht. Soll ich Skip machen? Mach mal. Nee. Keine Ahnung. Nee. Ist es Risk of Rain oder so? Risk of Rain 2? Oh ja, yeah. Risk of Rain könnte es vielleicht sein. Okay, ich hab Risk of Rain 2 noch nicht gespielt. Alter, Maeve. Maeve. Ich hab's noch nicht gespielt. Yeah. Wo kam das jetzt her? Ich hab mal einen Stream gesehen davon. Da waren auch so eine Kreise immer um alles rum. Ah, okay. Oh, dann war es so ein Kreis und kein Planet. Ich hatte recht. Nee, sieht für mich immer noch wie ein Planet aus. Ich denke, das ist ein Planet. Das ist kein Planet. Vor allem ist das sonst ein echt großer Kreis, den du gemacht hast, weil man sieht auch die Sterne da hinten und alles. Der hat auch eine ganz andere Farbe als die. Ja, dann. Das ist genau so einer. Das könnte hier. Ja, doch, wenn man so ein. Wenn man da so einen Kreis. Ja, und dahinter sind Sterne. Ja. Ja, es könnte sein. Ja, doch, ja. Ja. Könnte auch eine Cutscene sein, aber. Großer Tycoon. 1 oder 2? 1. Jungs, ich habe mir gerade das Intro angeguckt. Das ist ein Planet. Okay. Ach, man schreibt zusammen, Roller. Da fliegt nämlich das Raumschiff auf so einen Planeten zu. Yeah. Alter, ein First Try. Ein Spiel, was ich sehr liebe, Rollercoaster. Das sieht echt scheiße aus. Oh mein. Nee. Warte mal, Death Stranding. Das sind die Top-Typen. Achso, das ist Top-Typen. Elden Ring. Ja, hier, wo der mit diesem Topf und dem Hammer nach oben klettern muss. Ach so, get over it. Get over it. Nee, ich denke, das ist Death Stranding. Aber das Death Stranding? Das gibt mir genau den Vibe. Death Stranding hat auf jeden Fall so ein Terrain. Ich sehe absolut, was du meinst. Ja, das Terrain stimmt auf jeden Fall, ja. Oh! Alter, jetzt haben wir einen Lauf. Jetzt haben wir einen Lauf. Komm, wir machen Hattrick raus. PlayStation-Spiel. Ey, das ist doch Moggis Zimmer. Das machen wir auch First Try. Kingdom Hearts 2. Scheiße. Was? Ja. Yeah. Der scheint sich da relativ sicher zu sein. Jo, was geht denn jetzt an? Die Feder hat von jemand schon. Ich meine, wenn man es kennt, dann kennt man es. Ja, das kenne ich, du. Das erste sieht so anders aus als der Rest. Ja, weil das die Intro-Cutscene. Was ist denn das? Ja. Die hat Fully öfter schon gesehen. Die ist pre-rendered. Da kommen wir auch drauf. Das ist so ein Batman-Spiel. Das ist Zombie U. Was können wir da lesen drauf? Außer Redgrave? Redgrave. Ein Viertel? Irgendwas Avenue. Und dann noch irgendwas Road. Keine Ahnung. Ist einfach nur ein Verkehrsschild. Könnte das eine Cutscene sein? Sieht so vorgerendert aus. Ja. Sieht ein bisschen aus wie. In was für einem Universum spielt Final Fantasy 8 Fully?
Es gibt mir ein bisschen die Vibes von einem vorgerenderten PS1. Ich hatte auch. Ich sehe da nicht, ja, genau. Ich kenne Final Fantasy 8, aber das ist dann. Was? Das sieht doch viel zu gut aus. Ich hätte auch gesagt, es ist ein PlayStation-Spiel, aber es ist ein vorgerendertes Video. Ach, das ist ein Bild, oder wie? Vorgerendertes Video halt. So eine Cutscene halt, so ein Intro. Okay, okay, maybe. Ich sehe ein bisschen, was du meinst. Also Final Fantasy 8 würde in den Setting, in Incentic passen, aber ich kenne die halt nicht. Guck mal, so Resident Evil 3 oder so. Oh ja. Kann ich ja. Ich dachte mal, auch da zuerst an Resident Evil so was in der Richtung. Ecke, seht ihr das? Dieses. Nemesis? Ja, ja, vielleicht das ist da Nemesis was, aber. Ja? Wollen wir Resident Evil 3 versuchen? Ja, machen wir. Ich habe nämlich auch zuerst an Resident Evil 2 gedacht, dachte ich mir, das ist nicht Resident Evil 2, aber wenn ihr Teil 3 jetzt sagt. Shit. Oh, das sieht schon wieder sehr nach Final Fantasy aus. Das ist Final Fantasy 9. Ja, 9. Oh, den habe ich nicht gespielt. Ich glaube, es ist 9. 9 wollte ich auch immer mal spielen. Oder ist es 7? Nee, es ist 9. Oh Gott, es gibt in sowohl 9 jeder als auch 7 so eine ähnliche Ecke halt. Shit, nee, ist es nicht. Oh! Ja, das ist jetzt was ganz anderes. Wer ist denn der hässliche Bengel? Der hat lauter Augen am Bauch. Ja. Hier, nicht von Hühneraugen. Nee. Hab ich schon mal gesehen, glaube ich. Boah. Wie passt. Also, das zweite Bild sieht so Final Fantasy aus. Ich finde das, was. Das aktuelle sieht ein bisschen aus wie Bayonetta, aber auch nicht ganz. Nee. Und das davor ist passt Bayonetta auch nicht dazu. Ja, Bayonetta kommt ja auch auf Switch raus, oder? Ja, ja, aber ja, das steht auf die Plattformen. PC, PS4, Xbox stimmt. One. Ja. Vor allem Bayonetta hat nicht solche Gegner. Also ja, hier, Mach nochmal zurück. Weil das ist irgendwie Stadt, aber dann auch wieder Fantasy. Wie heißt das? Dark Riders? Ich denke, irgendwas. Das ist der Anfang hier und dann kamen die Monster. Wie heißt dieses Dark irgendwas, wo Leute sagen, das ist ein Zelda-mäßiges für Erwachsene? Oh, Darksiders. Ah. Vielleicht das? Darksiders 3 kam zu der Zeit Darksiders raus. Darksiders hat keine 88% bekommen, oder? Teil 3. Ja, ich glaube, Teil 2 hat eine 60er-Wertung. Teil 3 hat eine 60er-Wertung und sowas und hier reingeschissen. Sieht Darksiders nicht auch so ein bisschen cartooniger aus? Keine Ahnung, niemand hat Teil 3 gespielt. Für PC auch. Ich hab Darksiders auch nicht gespielt. Ich hab Teil 2 damals also gespielt, aber der ist halt auch ewig alt. Ja, gute Frage. Ja. Ich mag gerade das Design von dem Zeug, sieht eigentlich ganz cool aus. Ja. Ich bin super, ich bin super gespannt, was es ist. Ja. Ja, skip mal vielleicht. Ja, ich hab auch gerade nichts. Ist das Devil May Cry 5? Nee. Das ist der. Doch, das ist der Typ am Anfang. Devil May Cry. Doch, das sieht aus nach Devil May Cry. Doch, das ist der, ja. Ich kenn's nicht, aber die Spiele habe ich so im Kopf. Ja. Ja. Nice. Ja. Nice. Ach, jetzt erinnere ich mich an den Typ wieder. Man hat. Ach, ich weiß das Szenario wieder. Man greift seine Beine an. Ah, okay, doch. Der Bengel. Ja, genau, und da war man in dieser komischen, in der bösen Teufelswelt und ist gerade zum Typen gelaufen. Ich mag es, dass es Devil May Cry 5 ist und wir am Anfang dachten, das ist einfach so ein Cutscene aus dem PlayStation 1 Spiel. Ja, eben. Wir dachten, das wäre ein Capcom-Spiel, okay? Wir waren auf der richtigen Spur bei Capcom. Was, bei 5 und 6? Ich dachte, das wäre ein Hack'n'Slay. Oder wie die heißen? Mhm. Das ist Virgil. Ja. Ja, das ist, ja. 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 Wir haben länger gebraucht, als wir sollten. Ich dachte gerade, das ist das Bild. Das ist Ni No Kuni. Ja, ich wollte auch sagen, PlayStation 1 ist das. Ja. Das ist. Ist das Spyro? Das könnte alles sein von der PlayStation 1. Spyro der Drache. Ja. Oh mein Gott. Ja. Stark, Fully. Oh, das zweite hätte. Ja, doch, das ist Schatzus, hätte man noch kann. Ja. Too old ist for Metacritic. PlayStation ja, man, 1, ja, okay, man hat auch in Spyro 1 solche Level, wo man halt so durch irgendwas, man muss irgendwas einsammeln und dann sind genau solche Ecken dort. Na. Ich hab nur das Remake gespielt. Oh, das Skyward Spielzeug kenne ich jetzt schon. Nein. Ist das ein Bruchstück einer Welt? Das sieht aus wie so eine Level-Auswahl, oder? Ja, genau. Das ist der letzte Golfkurs aus Frolf, das wir noch spielen müssen. Ja, ich kenn's leider nicht. Sorry. Sorry. Nee, ich glaube, ich hätte gerne irgendeinen Anhaltspunkt. 93? Cool.
Vor sehr allem, krude Sterne. Ja. Sieben Steine und die Rudi und die Glitzermanten. 93 muss aber ein super krasses Spiel sein, oder? Ja. Ein 93er Spiel halt. Das ist doch irgendein Indie-Spiel, was wir einfach nicht gespielt haben, oder? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir es gespielt. Ich habe das Gefühl, ich bräuchte noch ein bisschen ungefähr einen Zeitraum. Ich habe das Gefühl, ich würde die Sterne erkennen, wenn ich es gespielt hätte. Sag also, ich jetzt und dann erkenne ich es. Lass doch die GameStar, die kenne ich doch. Soll ich nochmal Skip machen? Ja. Okami. Oh, das Okami. Ist Okami. Okami. Und hab ich habe noch so eine große Klappe. Habe ich auch gespielt. Ich kenne das nicht, ich würde es erkennen. Stark. Ja. Das ist ja aber die ersten zwei Bilder sind ein bisschen noch nicht so ikonisch. Nee, für das mich. Ist nicht so ikonisch. Aber das ist eindeutig. Ja, das ist spätestens. Ja, okay. Also, wenn du es da nicht hast, dann halt, wirst du es, dann kennst du es nicht. Dann kennt man es nicht. Mega Man. Bomberman 64. Hero. Hieß das Hero auf dem Nintendo 64? Ich glaube, es gab mehrere. Es gab mehrere, glaube ich, ja. Aber ich was ist los? Was sah daran jetzt so Bomberman-artig aus? Ich habe nichts. Ich hätte es auch erkannt. Das hätte, alles. Ich kenne es anscheinend nicht. Das N64 Bomberman sieht einfach so aus. Okay, ich habe es nie gesehen. Oh, das war dieses Adventure. Das will ich auch irgendwann mal spielen. Da ist das eins meiner Lieblingslieder drin. Radial heißt es, glaube ich. Das so, kenne ich. So ein gutes Lied. Das hätte auch Glover sein können oder so. Was ist das? Das ist ein verstärkter Kaktus. Ja. Ist doch so ein Tower Defense Spiel bestimmt. Das Plants sieht so Zombies. Aus. Das ist Plants vs. Zombies. Oder das, ja. Stimmt. Garden Warfare. Ja, das könnte vom Look hinkommen. Teil 1. Nee, Teil 2. Überhaupt. Das ist Oddworld. 95 nee. Oddworld, das ist Little Big Planet. Ja, Little Big Planet, wollte ich gerade sagen. Ja, ich finde aber auch, dass das wie Oddworld wirkte. Hä? Gibt's nicht. Little Big, glaube ich, zusammen? Ach, Mann. Es ist nie Teil 2. Als ob das Spiel so heißt. Little Big Planet als ein Wort. Ich weiß auch nicht. Oha. Okay, pass auf. Ich würde sagen, wir machen noch ein letztes. Also, ich hab's auch nie gespielt. Wir machen das Neueste. Das haben wir schon gemacht. Das Neueste haben wir schon gemacht. Was war's? Nee, ihr habt's schon gemacht. Wir können aber trotzdem das Neueste kurz machen, denn ich hatte da direkt eine Vermutung. Ich will schauen, ob sie wahr war. Okay. Meine Vermutung war nämlich, dass es Ico ist. Und okay, du warst so gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir machen noch eins. Bonusrunde. Bonusrunde. Wir können einfach das von davor machen. Ich hätte Ico nie im Leben erkannt übrigens. Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe Shadow of the Colossus gesagt. Aber ja, ein Bild später bald Ico. Twilight Princess unter Umständen? Nein. Boah. Nee. Ich sehe aber, was du meinst. Aber wo gab es bei Twilight Princess es ist so nicht eine ganz, Mühle? Ist nicht ganz. Ich sehe überhaupt nicht, was du meinst. Das sieht gar nicht aus wie dieser Blumeneffekt und so. Twilight Princess erkennt man doch. Du kannst ja auch einfach die Wii U-Version haben, da hast du auch nicht so viel Blumen. Oh, doch, kaum. Doch. Nee, aber okay, schon so eine Beleuchtung. Mehr. Ja, wenn du in der dunklen Welt bist, hast du die aber in der normalen Welt auch nicht so wirklich. Das kann man, glaube ich, ausmachen, aber ich glaube, man hat's nur. Nee, es ist nicht mehr vergleichbar mit dem Original. Ich habe da keine Idee, was das sein könnte. Ich auch nicht. Nö, ich auch nicht. Das ist einfach nur die Windmühle. Die bricht Twilight Princess ein. Oh. Das ist nicht Twilight Princess. 91% Metacritic Score. Schon wieder ein komisches PC-Spiel. Oder PS2-Game. Nee, ich würde sagen Konsolenspiel, ja. Und es gibt mir auch harte PS2-Vibes irgendwie. Ja, es stimmt schon. Ich stimme dir absolut zu in dem Fall. Eins der Herr der Ringe-Spiele? Nein. Das ist nicht Herr der Ringe. Vor allem die Windmühle nicht. Ja. Ich glaube, wir brauchen noch ein Bild. Es ist aber sehr mittelalterlich. What the fuck? Warte mal, wie heißt dieses PC, eine? PS3, Xbox 360. Kam also auf allen raus, soweit. Außer auf Nintendo. Ja, wie üblich. Ach Gott, für alle drei. Ich hätte ein paar Spiele aus der Ära, wo ich es mir vorstellen könnte, dass da ja ist, aber die kamen nicht für alle drei Plattformen raus.
Ja, mir ist auch gerade was eingefallen, aber ja, das kann es nicht sein. Was ist dieser Typ? Das sieht aus wie ein bisschen... Hat jemand von euch Brutal Legend gespielt? Ja, ich hab Brutal Legend gespielt. Das ist es nicht. Nee. Okay. Ich dachte, weil da hat man ja auch diese verschiedenen drei Gameplay-Arten und sowas, dass da vielleicht irgendwie... Nee, Brutal Legends würde anders aussehen. Okay. Zumindest erkenne ich halt den Gegnertyp. Also es würde mich krass erschrecken, also könnte... Ja, genau. Das würde ihn erschrecken. Mich würde es auch überraschen. Ich habe Brutal Legends viel zu viel eigentlich gespielt. Okay, Fuli hat ein starkes Argument an dem Punkt. Wegen Grün muss ich an Fable denken, aber Fable kam nie für die PlayStation raus, oder? Nee. Also auch wenn wir von Fable 2 oder 3 reden. Ich hatte kurzzeitig auch an God of War gedacht, aber es kam auch nie für die Xbox, glaube ich, raus. Ja, ja, ich habe auch an God of War gedacht, aber... Xbox 360, PC... Vor allem Xbox 360. PS3, Xbox 360. Es muss halt irgendein Third-Party-Spiel dann gewesen sein, aber wer weiß, was anderes. Tja. Vor allem die Art des Spiels ist mir halt... Also fällt mir ein, dass ich keine Third-Party-Spiele auf der PS3 habe, weil die immer scheiße sind. Aber günstig, oder? Ja, weil sie niemand haben will und das hat einen Grund. Es gab Sacred 3 für die PS3. Sacred 3 war, das war so ein 2D. Wir reden hier. Es war sogar top-down. Geh nochmal aufs zweite Bild. Das zweite Bild? Fully, wir reden hier von einem 91er Metacritic Score. Ach ja, Sacred. Ja, okay. Das ist ja auch noch eine gute Bewertung. Ja. Sacred ist halt super ikonisch, aber schlecht bewertet immer. Glaube ich. Genau, guck mal eure PS3-Band rein. Vor allem mit dem, wenn es einen guten Score. Nee, ich hab nichts. Wollen wir jetzt skippen zum vierten Bild? Ja. Ich hab halt nichts. Hab nothing. Oh mein Gott. Ist es wirklich Brutal Legends? Nein, Sacred es vielleicht. Ist Sacred, wirklich. Ja. Oh mein Gott. Meint ihr? Die Ringe erinnern mich sehr an Sacred. Die erinnern mich auch sehr an Sacred. Warum ich Brutal Legend eingeben? Sacred 3 oder was? Ja. Oder was? Es ist Dragon Age oder sowas. Ja, nee. Doch, nee. Nein, Moment. Nicht? Dragon Age gab's für Konsolen. Maeve, du musst bedenken, PC-Version und Konsolen-Version von Dragon Age hatten ein unterschiedliches Kampfsystem. Oh, hatten sie? Ja. Ja, dann Dragon Age. Okay, dann muss es Dragon Age sein, ja. Helft mir mal auf dem Sprung. Origins. Origins? Nicht einfach eins? Oh. Okay. Ja. Origins ist halt eins. Immer wenn man raten muss, hat er recht. War das so? So sieht's auf Konsole aus, Maeve. Beeindruckend, oder? Es sieht eigentlich viel spaßiger so aus. Aber das ist jetzt unser Last Pick. Ist ein bisschen lahm. Wir machen noch neun. Wir machen noch das erste. Die Nummer 1. Mass Effect. Ja. das kommt mir sehr bekannt vor. Weil wir noch die Nummer 2. Einer geht auch noch. Es ist Mass Effect 2. Mass Effect 2. Also einen können wir doch noch. Es ist Mass Effect 3. Warte mal, wir hätten auch Metacritic gucken können gerade. Wahnsinn. Yeah. Mann, wir haben es echt genäht. Wie wär's mit noch einem? Das war ja krass. Nummer 2. Wie wär's mit noch einem? Das habe ich auch schon mal gesehen. Green of Time, ja. Ist ja was? Nein. Die ersten waren noch gut. Das könnte auch Master Quest sein. Warum schlagt ihr es dann überhaupt vor? Stark, Bobby. Hä? Wieso nehmen die das nicht an? Die Overworld wurde nicht verändert in Master Quest. Ich meine, warum nehmen die das an? Da sind schon Sachen anders dann. Ja, aber nicht in der Overworld. Ja, aber vielleicht kommen ja noch Bilder. Noch schnell das dritte, ein Quickie. Ja, komm, einer geht noch. Bonusrunde. Das könnte vielleicht anders sein. Es ist viel zu spaßig. Vor allem, wenn wir richtig liegen. Ja, ist echt so. Oh. Und jetzt sind wir am Arsch. Nee, der Baum spricht mich nicht an. Das Raumschiffspiel, was ich immer ab nach dem Spiel Outer Worlds? Habe. Outer Wilds. Outer Wilds, genau. Ich meine, warum nicht?
Es ist es, oder? Ja! Okay, einer geht noch, Wieso schaffen wir das first, aber nicht Ocarina of Time? Red Dead Redemption 2? Ja, ich dachte auch an Red Dead Redemption. Oh, wenn ich direkt am Anfang angefangen. Hier sind noch die coolen Spiele. Nee, Ghost of Tsushima? Nee, da ist doch keine Wüste. Horizon. Horizon sieht nicht so aus, oder? Ah, warte, doch, in Horizon gibt's eine Wüste und ein Schneegebiet. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, da gab... Das ist Horizon. Ja. Zeig mir die Drachen. Die Roboter. Wo ist Zero Dawn? Da. Du hattest... Yes! Recht. Yes! Ja, okay, ja, da... Ja, ja, ja. Jetzt sehe ich das auch. Ja, jetzt... Oh, so, jetzt sehe ich eins. Das auch. Okay, das ist Monkey Island. Monkey Island, genau. Ja. Yeah. Okay. Secret of Monkey Island. Nee. Ja, Secret of Monkey Island. Okay, wir machen jetzt noch eins. Wie viele das ist das letzte jetzt? Noch? Das letzte ist das jetzt. Das ist GTA 3. Nee, das stimmt. Es ist GTA 3, ja. Erkennt man an den Ampeln ganz gut. Ja. Okay, einer geht. Jetzt muss doch. Okay, das ist nicht so leicht. Okay, das ist besser. Das ist das letzte. Ist das Snake's Shoe? Nee, das könnte. Das sieht. Ist das ein Spiel? Oh, das ist Max Payne. Max Payne! Aber das ist nicht Max Payne 3. Max Payne 2? 1? Schade. Nee. Metacritic Score von 96! Aber da schießt man ein Huhn? Das kann gar nicht so hoch gewertet sein, wenn man nicht nur abschießt. Mohun war auch scheiße. Er schießt da übers Huhn, ne? Also. Also, warte, wir haben. Er steppt ins Haus. Sagen, und wieder raus. Ich wollte sagen, können wir vielleicht Richtung Hitman gehen, aber Agent 47 würde nicht in so einem Aufzug rumlaufen. Ja. Sein Kollege Sam Fisher in so einem Aufzug rumlaufen. Wer ist Maeve? Sam Fisher? Sam Fisher, Der ist aus Splinter Cell. Denn er würde auf jeden Fall durch so ein Nachtsichtgerät schauen, das ist so sein Erkennungsmerkmal. Aber würde er der Sam, schauen? Der würde auf jeden Fall durch ein Nachtsichtgerät gucken. Aber hatte Splinter Cell jemals einen Score von 96? Ja, das hat Splinter Cell, glaube ich, auch abgerissen damals, so ein Score, oder? Ja, aber richtig abgerissen. Dann Teil 2 vielleicht oder so? Obwohl, Splinter Cell 2 mal versuche, ich glaube, Teil 1 dürfte nicht so hoch sein. Mit diesem Visor bin ich bei Splinter Cell. Ich glaube, was ist Teil 2? Chaos Fury? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe nur Double Agent war, glaube ich, Double Agent habe ich mit SJ gespielt. Ah, es ist. Oh. Was ist das? Resident Evil 4? Morgi? Ja. Kann man da Hühner schießen? Morgi? Hä, wann? Wer steppt da rein am Anfang? Wer ist das? Das ist die Katze mit der Luis Serra. Ich dachte mir schon, dass das sein könnte, dann dachte ich mir nein. Wo man ihn aus dem Schrank befreit. Ist das Leon oder ist das jemand anderes? Jemand anderes. Schon Leon. Oh. Also denke ich, weiß ich, ist nicht, wer sonst, ich weiß gar nicht. Wir wissen doch gar nicht, verschiedene Outfits haben, die man freischaltet. Ist es denn wirklich Resi 4? Er muss. Wahrscheinlich dann. Dieses Menü ist Info on Ashley. Oh. Und da sind die Village-Files. Und das kannst du jetzt auf Gamecube raus. Ja, okay. Ich hab's nicht gespielt. Aber beim ersten Bild bin ich jetzt auch, also... Yes. Bei den Bildern bin ich mir so unsicher, wo die sein sollen aus dem... Ach, das ist mit dem Visier, wo man die Parasiten sehen kann. In den Las Plagas, aber da ist doch... Ist das ein... Das ist ein hat er gerade auf so ein... Generado geschossen und dann sind das verschiedene Teile von seinem Körper, die gerade wegfliegen. Wait, das sieht einfach nur aus so wie ein verwirrt, Huhn? Was ich hier sehe. Ist das Zufall? Oh. Also ist das zufällig, dass das aussieht wie ein Huhn? Oh mein Gott. Ah. Oh. Wow. Nein, warte, vielleicht ist der Screenshot aus New Game Plus, wo man einen Huhn noch sieht und na, das mal, dabei hat oben oder links, so. Oben links sieht auch aus wie ein Huhn, aber rechts sieht aus wie ein Fisch. Ja, das ist ganz komisch. Sieht generell aus wie Algen, ne? Ich meine, ja. Algengrütze. Ja. Ja, komm, eins geht noch. Eins geht noch. Einstell es nur. Es ist viel zu spaßig. Das müsste schon Leon sein. Okay, Leute in den Kommentaren, was ist dieses Bild? Ich bin so verwirrt. Das irritiert mich so sehr. Ich weiß nicht, woher das Bild jetzt stammt. Ich bin so verwirrt. Okay, noch. Warum machen wir noch eins? Ich sag, das ist Metal. Portal 2. Ist das ein Metal Gear Solid? Portal 2 würde ich auch sagen. Portal 2. Oh, hab ich nicht gespielt. Das kenn ich. Ja, das wolltest du machen. Yes! Okay, wir gehen jetzt noch bis Game 10, okay? Okay. Wir machen einfach noch eine Folge. Dann können wir das Video beenden, aber einfach weitermachen. Nee, wir sind gleich bei der 10. Colossus?
Ja, ich würde auch Shadow of the Colossus sagen. Ja, ja. Ja, nicht ohne Grund würde ich das auch sagen. Die ersten Games sind auch... Das ist Mario Golf. Die ersten Games sind halt noch leider... Wie heißt World Tour? Wie heißt denn der erste Teil? Ach ja, da gibt es ja diese komischen Anime. Nur Mario Golf? Ohne alles? Ja. Und dann würde ich sagen, jetzt lief das soweit ganz gut. die 10 haben wir schnell voll gemacht. Ich habe das Gefühl, je länger die Website läuft, desto mehr sind ihnen die Ideen für gute Spiele ausgegangen. Ja, möchte ich einfach nur so in den Raum. Ich habe das Gefühl, zwischen den ersten paar Spielen und zwischen denen, was man dann bei denen, wenn es auf die 300 zugeht, hat, da liegen ein paar Welten dazwischen. Wir können aber so ruhig auch ich würde sagen, noch mal neu machen. Wenn wir nochmal ein Video machen, dann können wir ja ab Game 11 mal loslegen. Denn. Stimmt, ja. Naja. Ich habe das Gefühl, bei den neuen war einige Spiele dabei, die wir nicht kannten. Das war komisch. Ja, sie sollten, sie sollten auch Games reusen und einfach andere Orte. Machen sie mir, vielleicht auch. Machen sie es, ja. Wir haben nicht alle versucht. Wir haben alles bestimmt machen gesehen. Die das. Als ob die sich 370 unterschiedliche Spiele ausgesucht haben bisher. Na, die sind es immer. Achso, da haben sie es auch selber gemacht, aber in späteren ist es, dass es vorgeschlagen wird von Leuten. Da ist dann unten jemand verlinkt. Oh. Naja. Bis dahin. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.